Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Warte mal, komische Perspektive. Und zwar mache ich heute einen bunten Salat mit Hähnchenstreifen und Tomate, Ei und Grillkäse. Aber als allererstes, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, wollte ich erstmal sagen, ich habe für ein paar Wochen zum Ausprobieren als Leihgabe eine neue Kamera. Ich bin schon ganz gespannt, wie so die Unterschiede sind, ob die Qualität besser ist. Und wenn sie mir wirklich gut gefällt, muss ich mal gucken, ob ich mir dann eine bessere kaufe. So, aber jetzt als allererstes mal zum Mittagessen heute. Und zwar, was wir dafür brauchen. Ich habe jetzt mal wieder, kann man sehen, Hähnchen geschnitten in Streifen. Und zwar wieder 120 Gramm pro Person. Das sind wieder 360 Gramm, weil wir zu dritt sind. Dann können wir mal weiter rüber gucken. Habe ich schon mal Eier vorgekocht. So, die werde ich dann noch pellen und klein schneiden. Dann eine Gurke. Ein paar Tomaten. Ich habe mich für Feldsalat entschieden. Habe ich mal wieder Lust drauf. Dann ist das hier von Gazi, dieser Grillkäse. Ich habe jetzt den mit Kräutern genommen. Da muss man wirklich aufpassen, die haben wirklich richtig viele Punkte. Leider. Aber ja, ich denke mal, so ein paar Würfelchen werden nicht schaden. So. Und ich mache es mir heute besonders einfach und für das Dressing einfach von Joghurtdressing von Kühne. Genau, das habe ich. Gebe ich hier ein bisschen Olivenöl rein und Salz und Pfeffer. Ich würze das jetzt hier schon in der Schale, damit man nicht so viel Öl braucht und das Fleisch schön braun wird. So, jetzt vermenge ich das einfach ein bisschen mit den Fingern. So. Lecker, lecker. Ist ja immer ein bisschen unappetitlich. Manche haben auch ein Problem damit, rohes Fleisch anzufassen. Ich weiß, ich finde es auch nicht besonders lecker, aber jetzt stört es mich auch nicht unbedingt. So, Hände waschen. So. Also ich werde jetzt die Eier pellen, noch ein bisschen den Salat abwaschen und das Gemüse schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich habe jetzt schon mal den Salat gewaschen, die Tomaten geschnitten und auch die Gurken gewürfelt. So, und jetzt habe ich die Pfanne richtig heiß werden lassen. Und jetzt kommt, ohne dass man Öl dazu macht, einfach das Fleisch in die Pfanne. Es hat ja bereits schon ist ja mit Öl mariniert. Ups. Das lasse ich jetzt goldbraun anbraten, das Fleisch. Nebenbei oder vorher kann man auch schon mal die Eier schneiden, die sind im Eierschneider jetzt so geschnitten. Das Hähnchen sieht jetzt echt gut aus, von braun, dürfte durch sein. Ich werde es gleich über den Salat geben. So. Und doch noch einen Schuss Öl dazu tun und damit jetzt den Grillkäse anbraten. Boah, die Pfanne ist doch sehr heiß. So, also der Pfannkäse oder Grillkäse sieht jetzt auch schon richtig gut aus. Davon hat, wenn man eine Portion nimmt, durch drei ungefähr 2,5 Punkte. Ist zwar dann nicht so viel, aber nur so für den Geschmack. Die Eier sind fertig, der Salat ist fertig. Ich werde jetzt alles mischen und dann kann serviert werden. So, das ist jetzt das Endergebnis. Und insgesamt 7 Punkte für den ganzen Salat. Und ich hoffe, ihr kocht das mal nach und es schmeckt. Guten Appetit!